Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt den angeblich besten Döner Stuttgarts und es ist nicht à la Turca. Laut Holle ist sogar der beste in Deutschland. Jabka Grillhaus. Ich hoffe, die nehmen Karte. Ich habe nicht abgehoben. Jabka Grillhaus. Wir sind irgendwo in Kornwestheim, Leute. Das ist der Pieper. Nicht für die Bestellung, sondern dafür, dass ich drankommen darf zum Bestellen. So gehypt ist dieser Laden. Schauen wir uns mal den Spieß an, Leute. Wir schauen mal. Wir gehen rein, Leute. Ihr wisst, kein Schnickschnack. Kein Hey, die wissen, wer ich bin. Kein Mensch weiß, wer ich bin. Keiner hat die Kamera gesehen, nix. Das ist ein Döner, den hättet ihr auch bekommen. Genau so. Kein Kamerabonus, kein gar nichts. Kein Baklava for free. Einfach ein Döner, der irgendwie 10 Euro gekostet. Und da regen sich Leute über Münchner Preise auf. Aber hey, wenn das wert ist, ist das wert. Weil der sieht schon krass aus. Brot sieht geil aus. Fleisch sah geil aus. Schauen wir mal, was der Hype drumherum so kann. Ich muss noch mal nachschauen, ob der 10 gekostet hat, weil ich konnte erst ab 15 mit Karte zahlen. Das heißt, ich musste zwei Sachen bestellen. Ich habe einen Dürüm und einen Döner bestellt. Beide zusammen 20, also kann sein 9, 11 oder 10, 50, 59. Aber beide zusammen halt 20. Und hier nennt man es nicht Dürüm, sondern Jufka. Kurzer Rückblick, ich war im Frühling in Berlin, mit Baba Lezor hieß der, neuer gehypter Dönerladen in Berlin, auch mit Jabra gespießt und der war so trocken, hier nicht der Fall. Sehr geil. Also Gurke würde ich weglassen. Aber ist mein Ding. Ich habe mit allem bestellt. Heftiges Fleisch, heftiges Brot. Es ist so dünn. Super knusprig. Mein Gott. Und fluffig immer noch. Fleisch zart mit geilem Aroma. Also es ist nicht so lasch. Das Video seht ihr später erst, das habe ich aber, bevor ich nach Stuttgart gefahren bin, gedreht. Da gab es auch so einen besonderen Spieß, neu in München, jeden Donnerstag, nicht in München, außerhalb der Mauern von München. Spieß sah gut aus, Fleischqualität war super, hat man echt geschmeckt, aber der war lasch. Und hier nicht halt. Der ist Bombe. Der ist krass. Der ist super saftig. Jalapeno ist auch am Start. Würde ich selber beim zweiten Mal weglassen. Der ist Bombe. Saftig und gutes Aroma. Ich bin froh, dass ich noch einen Jufka habe, weil nach dem Döner hätte ich mir eigentlich noch einen bestellt.
Mhm. Aber das Brot hat sich mit dem Fett vollgesogen, mit dem Fleisch drauf, das ist echt geil. Nicht zu viel Soße, nicht zu wenig. Ja, manchmal stimmt der Hype. Und hier kann ich sagen, Hype gerechtfertigt. Quelle Hong. Ich hab den so bekommen, wie ihr bekommen würdet. Brot ist super, Mann. Ein Zusammenspiel. Nicht zu chewy, nicht zu brotig. Ich habe nichts auszusetzen. Das Einzige, was ich auszusetzen habe, ist meine eigene Schuld. Wie zum Beispiel Gurke und Jalapeno nächstes Mal nicht bestellen. Er hat reingehauen. Schafft mein Jufka nicht mehr ganz. Aber reinbeißen werden wir auf jeden Fall. Jufka-Profis, wo soll ich aufmachen? Nee, das sieht aus wie das Ende. Nee, das könnte auch das Ende sein. Und das ist definitiv das Ende. Zu spät, wir können es nicht mehr retten. Wir müssen vom Ende reingehen, Leute. Das ist geil. Hier kommt es noch mal besser zur Geltung. Ich bin mega satt, ich schaffe den doch nicht mehr. Aber guter Laden. Okay, ich habe doch was zu bemängeln. Ich mag die weiße Soße nicht. Ist so ein bisschen käsig. Die ist nicht soßenhaft, sondern so käsig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die anderen Soßen sind geil. Jufka auch top. Cool. Noch das Alu von meinem Döner. Damit kann ich es retten. Mit Geiber, Alter. Jabgak Grillhaus bei Stuttgart. Kornwestheim oder so. Auf Hollis Nummer 1 Ranking ganz Deutschland, glaube ich. War ein starker Döner. Einer der besten Döner, die ich in meinem Leben hatte. Zum Glück führe ich keine deutschlandweite oder dachraumweite Dönerliste wie er. Deswegen muss ich mir keine Gedanken machen, wo der landet, aber auf jeden Fall einer der besten, die ich hatte. Preislich schon recht teuer für einen Döner. Also ich bin allgemein der Meinung, Döner kann auch 10 Euro kosten. Vor allem, wenn man es mit so anderen Sachen vergleicht, wie diese deutschen Sandwiches und so. Die kosten 13, 14, 15 Euro. Oder Pizza und kein Problem, keiner hat Problem damit, diese Preise zu zahlen. Aber wenn man es mit anderen Döner vergleicht, dann ja, auf jeden Fall teurer als der normale Döner, den man kennt. Also allgemein Stuttgart finde ich dönertechnisch teuer. Also Leute sagen, boah, hey, München, so teuer. Aber Stuttgart hat dieselben Preise und sogar noch teurer. Was ist da los, Stuttgart? Auf jeden Fall geil der Döner, aber halt meiner Meinung nach verdient. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweck-Kanal, der Mine. Cheers, Business und ciao.